Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns nun mit Architektur. Architektur heißt für uns nicht nur, schöne und vielleicht auch teure Gebäude zu bauen. Architektur ist für uns mehr. Architektur sehen wir als Prozess, der uns die Möglichkeit gibt, nicht nur Gebäude zu schaffen, sondern auch einen Mehrwert. Das kann zum Beispiel ein sozialer Mehrwert sein oder eine Wissensvermittlung. Über 3 Jahre haben wir uns mit einem Projekt im Südsudan beschäftigt, dem Gesundheitszentrum in Mondikolok. Bei diesem Projekt ist es uns besonders leicht gefallen, auf die lokale Umgebung einzugehen. Nämlich gerade deshalb, da die Umgebung für uns so ungewohnt war, da wir in einer fremden Kultur agieren mussten und uns daher zwangsläufig mit der lokalen Kultur befassen mussten. Wir mussten die lokalen Potenziale suchen und aufbauend auf diesen Potenzialen konnten wir dann nicht nur ein Gebäude schaffen, sondern der Architektur auch einen Mehrwert geben. Wie wir das gemacht haben, möchten wir euch heute zeigen. Wenn wir im Südsudan nach Potenzialen suchen, dann schaut das zu Beginn einmal so aus, noch eher verzweifelt. Im Wesentlichen hat sich unsere Potenzialsuche aber damit beschäftigt, wirklich mit Leuten zu sprechen dort und sehr engen Kontakt mit der Bevölkerung zu suchen und dabei eben den Kontext zu verstehen, in dem wir dort agiert haben. Der Kontext hat im Wesentlichen so ausgeschaut, dass es ein sehr fruchtbares Land ist, in dem wir eigentlich agiert haben, überraschend fruchtbar für den Eindruck, den man sonst vom Südsudan hat in unseren Breiten. Und wie man sieht, leben die Leute dort wirklich durchwegs noch als Kleinbauern, die sie selbst versorgen. Das heißt eben in so kleinen Lehmhütten, traditionellen, die in kleinen Verbänden stehen und gleich daneben sieht man, werden die Lebensmittel angebaut, von denen man eben leben kann. Diese Lehmhütten, Tukuls genannt dort, haben ein paar sehr positive Eigenschaften. Sie bestehen ausschließlich aus lokalem Material, das die Leute dort wirklich selber suchen können. Eben der Lehm ist lokal vorhanden, das Holz, der Bambus, die Großdeckung, das kann gratis dort im Busch besorgt werden und jeder verfügt da über das Know-how, über die Skills, wirklich mit diesen Materialien auch diese Gebäude zu errichten. Ein weiterer Vorteil der Bauweise ist, dass die sehr gut an die lokalen Verhältnisse angepasst ist. Einerseits, was die klimatischen Verhältnisse betrifft. Das heißt, durch die Großdeckung, durch die Lehmwände gibt es ein sehr angenehmes Innenraumklima, auch in der heißen Trockenzeit. Und zweitens ist es sehr gut in den Lebensablauf integriert. Das heißt, man sieht da einen großen Freiraum, um den sich die Gebäude gruppieren, der als wesentlicher Aufenthaltsbereich immer dient. Trotzdem schaut der aktuelle Trend in der Region dahingehend aus, dass mittlerweile immer mehr Permanent Houses gebaut werden, so wie man es da sieht. Das heißt, ein Haus, das im Wesentlichen aus mehreren Räumen besteht, die unter einem Dach vereint sind, das mit Materialien gebaut ist, die industriell im Nachbarland Uganda hergestellt werden und die eben sehr dauerhaft sind dadurch. Das heißt, das ist zum Beispiel wölblich, sagt man sieht Beton oder Zementputz, gebrannte Ziegel darunter meistens, Stahltragwerke. Das heißt, ganz andere Voraussetzungen. Es gibt 2 wesentliche Gründe, warum die Bauweise mittlerweile bevorzugt wird dort. Der eine ist eine Image-Sache, das heißt, es ist einfach mit Prestige verbunden, dort so zu bauen, weil es vor allem ein westliches Vorbild hat. Das heißt, man sieht international ähnliche Bauweisen und diese dort nachzuahmen ist einfach mit Prestige verbunden. Man gilt als modern als fortschrittlich. Ein zweiter wesentlicher Grund, warum dort mittlerweile öfter so gebaut wird, ist ein sehr starkes Termitenproblem in der Region. Man sieht da schon an traditionellen Bauwerken, wenn im Holzbauteile, die mit Erde in Berührung stehen, von den Termiten, die aus der Erde kommen, sehr stark angegriffen. Dadurch müssen die Gebäude häufig gewartet werden und das gilt einfach absolut nicht mehr als zeitgemäß in der Region. Es gibt aber natürlich nicht nur Vorteile von der neuen Bauweise, sondern auch wesentliche Nachteile. Einer davon ist eben, dass das Innenraumklima unter dem Wellblechdach wesentlich schlechter ist in der Trockenzeit. Das heißt, das überhitzt sich sehr stark und die Räume können teilweise gar nicht mehr genutzt werden untertags, wenn einfach die Hitze so ansteigt im Innenraum. Zweitens gibt es eben auch andere Probleme, die wir vorab gar nicht erkannt haben oder nicht so offensichtlich waren für uns. Da sieht man jetzt die Betty, mit der haben wir unten ein Interview geführt, ein längeres Gespräch über ihre Erfahrung mit den Bauten. Und sie hat eben mit ihrer Familie selber so ein Permanent House errichtet und hat uns aber dann erzählt über die nachteiligen Wirkungen auch. Das heißt, es war bei ihr so, dass eben der Bau von dem Haus sehr teuer war, sehr lange gedauert hat und durch das viele Geld, das in den Materialkauf im Ausland, in die Anstellung von Fachkräften für den Aufbau geflossen ist,
war es dann teilweise so, dass nicht einmal mehr das Schulgeld für die Kinder bezahlt werden können, was halt wirklich langfristig dann einfach negative Auswirkungen auf die nächste Generation sogar hat. Das heißt, aus ihrer Perspektive wird sie das mittlerweile unterlassen, so ein Haus zu bauen. Jetzt möchte ich kurz vorgreifen, wie wir dort gebaut haben. Man sieht da jetzt einen Überblick über das Healthcare Center in Montecolloc. Und man kann da schon zwei Dinge vorab, glaube ich, ganz gut sehen. Das heißt, wir haben uns wirklich fokussiert auf lokale Materialien, die normalerweise in der traditionellen Bautechnik eingesetzt werden. Das heißt, man sieht wirklich sehr viel Holzbau, sehr viel Lehmbau, das dort verwendet worden ist. Und man sieht aber, glaube ich, auch ganz gut, dass das eben nicht ausschaut wie ein traditionelles Tukul. Das heißt, es ist sehr wohl trotzdem vom Bausystem auf die Bedürfnisse eingegangen worden von den Leuten vor Ort, die aktuell eben dort herrschen. Das heißt, es gibt trotzdem eine Integration von traditionellen Abläufen, es ist der Außenraum im Fokus, aber das Gebäude hat einen modernen Charakter und erfüllt aktuelle Bedürfnisse. Und man sieht da in der Mitte das kleine gelbe Detail, das heißt, das ist der Termitenschutz berücksichtigt worden und damit gibt es im Gebäude, die zwar aus natürlichen lokalen Materialien hergestellt sind, aber trotzdem die Ansprüche an Dauerhaftigkeit erfüllen, die die Leute sich erwarten. Und wenn wir da von lokalen Materialien sprechen, dann meinen wir wirklich lokale Materialien. Ein großer Teil der Materialien, die wir für den Bau des Healthcare Centers in Montecolloc verwendet haben, nämlich Bambus, Holz, Lehm für die Lehmsteine, für den Lehmmörtel, für den Lehminnenputz, für den Lehmaußenputz, stammt aus einem Radius von ca. 5 Kilometer rund um den Bauplatz. 5 Kilometer ist so ungefähr die Distanz, die man zu Fuß in einer Stunde zurücklegen kann. Wir möchten jetzt nicht behaupten, dass jedes lokale Potenzial automatisch ein Material sein muss. Wir möchten aber zeigen, dass Material und der Mehrwert, den man durch einen Bau generieren kann, sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind. Als Architekten können wir uns die Frage stellen, was ist der Vorteil, wenn wir lokales Material verwenden? In einem Land, in dem ein Großteil der Straßen ungefähr so oder schlechter aussieht, ist es einmal ganz pragmatisch. Jeder eingesparte Kilometer hilft mit und erleichtert, vermeidet Probleme. Wenn wir aber einen genaueren Blick auf die Thematik werfen, dann können wir uns auch fragen, was wollen wir mit unserem Baubudget machen? Wollen wir einen Großteil des Baubudgets in den Transport der Materialien investieren und somit die Transportindustrie, also die Automobilindustrie, die Erdölindustrie fördern und damit große Konzerne im Ausland? Oder möchten wir mit unserem Baubudget lokale Strukturen unterstützen und fördern und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln? Dadurch können wir wirklich vor Ort auch Arbeitsplätze generieren. Für die Leute vor Ort gibt es Verdienstmöglichkeiten. Somit entsteht schon ein Mehrwert für die gesamte Community. Wir können uns als Planer die Frage stellen, sollten wir mit Stahl bauen oder mit dem lokalen Holz, das auch wenige Kilometer von der Baustelle geschlägert wurde. Wenn wir mit dem Holz bauen, leisten wir nicht nur durch den geringeren CO2-Ausstoß einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern wir können auch Handwerker wie hier Francis, einen Zimmerer, beschäftigen und ihm die Möglichkeit geben, seine Fähigkeiten im Holzbau auf unserer Baustelle weiter auszubauen. Wir stellen uns auch die Frage, sollen wir mit Zement bauen oder mit dem lokalen Lehm? Und tatsächlich jedes Kind in der Region rund um Montecolloc weiß, wie man einen Lehmstein herstellt. Aus Lehm und Wasser. Die Lehmsteine trocknen an der Luft, werden nicht gebrannt und man kann daraus sehr, sehr dauerhafte Gebäude erstellen. Wichtig war es für uns dabei auch, dass das Know-how zur Lehmsteinherstellung eben aus der Bevölkerung kommt. Wir können mit den Leuten zusammenarbeiten und auf ihre Fähigkeiten bauen und ihnen selbst auch wieder das Vertrauen in das lokale Material zurückgeben, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und wenn ich sage, jedes Kind in Montecolloc weiß, wie man Lehmsteine herstellt, dann meine ich das auch wirklich so. Schließlich weiß jedes Kind, wie man zum Beispiel sein Spielzeug aus Lehm selber herstellt. Und so befasst sich wirklich jeder von klein auf
mit dem Material, kennt das Material, weiß, wo man den richtigen Lehm findet. Die Leute wissen, hier findet man den richtigen Lehm zur Herstellung der Lehmsteine. 200 Meter weiter findet man den richtigen Lehm, um die Außenoberflächen herzustellen. Wieder 400 Meter weiter findet man den richtigen Lehm, um hellen Innenputz herzustellen. Und zwar gerade beim Außenputz das Know-how der Bevölkerung sehr, sehr wichtig. Traditionellerweise sind es die Frauen, die die Lehmoberflächen herstellen. In dünnen Schichten verreiben sie den Lehm mit der Hand, um ihn danach mit einem Stein zu verdichten und dadurch eine relativ witterungsresistente Oberfläche zu schaffen. Es waren auch die Frauen, die uns gesagt haben, wo wir den richtigen Lehm für die Oberflächen finden und welchen Lehm wir verwenden müssen. Uns selber als Architekten hätte der rote Lehm für das Gebäude sehr gut gefallen. Doch die Frauen haben uns gesagt, wenn ihr den Außenputz aus diesem Lehm macht, dann wird es kein dauerhaftes Gebäude. Wir müssen den dunkelgrauen Lehm nehmen und damit dauerhafte Oberflächen erstellen. Für den Innenputz waren es auch die Frauen, die gewusst haben, woher wir den hellen Lehm nehmen können. Schließlich ist es wichtig, einen hellen Innenputz zu haben, um helle Räume zu haben. Auch dieser Innenputz ist 100% Lehm, so wie er vorkommt. Es sind keine Zuschlagstoffe dabei, er wird nur mit Wasser vermengt, verrieben und trocknet dann. Insgesamt haben wir also als Gesundheitseinrichtung ein gesundes und natürliches Gebäude erstellt, aus gesunden und natürlichen Baustoffen. Und wenn man mit gesunden, natürlichen Baustoffen baut, dann stellt sich natürlich auch eine ökologische Frage oder ein vielleicht ganzheitlicher Aspekt. Was passiert mit den Materialien später? In der Lehmbautradition ist es ganz selbstverständlich, dass ein Gebäude nicht für immer dasteht. Auch für uns ist es selbstverständlich, dass ein Gebäude, das wir planen und bauen, nicht für immer dastehen wird. So wichtig sind wir nicht. Was passiert also mit dem Gebäude, wenn es einmal zerstört wird? Das Holz kompostiert. Es wird zu wertvollem Humus und daraus wachsen wieder neue Bäume, neues Baumaterial. Der Lehm erodiert im Regen. Er wird dem Erdboden gleich und kann später in gleicher Qualität rezykliert werden. Es entstehen neue Lehmsteine. Wir hinterlassen also nicht einen Haufen aus Bauschutt. Wir hinterlassen wertvolle Rohstoffe, aus denen später wieder ein Gebäude gebaut werden kann. Architektur sehen wir als Prozess. Es geht also nicht nur um das Gebäude, das jetzt dort steht. Es geht um mehr. Es geht auch darum, dass wir wissen, dass wir den Leuten vor Ort mit dem Bauprozess das Vertrauen ins Material und in die eigenen Fähigkeiten wieder zu einem gewissen Maß zurückgeben konnten. Dadurch können wir hoffen, dass das Gebäude, wenn es einmal beschädigt wird, von den Leuten selbst repariert wird. Wir können auch hoffen, dass das Gebäude, wenn es einmal komplett zerstört wird, von den Leuten mit dem gleichen Material wieder neu aufgebaut wird. Und die spannende Frage zum Schluss, sozusagen nachdem wir das Gebäude umgesetzt haben, war für uns wieder zu reflektieren, was waren jetzt eben genau in diesem Arbeitsprozess die Schritte, die letztendlich es ermöglicht haben, eben genau dieses lokale Know-how, die lokalen Materialien überzufeuern in eine konkrete Planung, in ein konkretes Gebäude, das dann wirklich so vor Ort steht. Und da haben wir eben ein paar Punkte in unserem Ablauf gesehen, die wirklich maßgebend waren, die wir sozusagen den Prozess anpassen haben müssen, um diese Schritte zu ermöglichen. Das erste war, wie vorher schon kurz angekündigt, wir haben sie länger, als es normalerweise üblich ist für Architekten, mit der Situation, im Kontext vor Ort beschäftigt, haben wirklich Forschungsreise vorab gemacht, waren mehrere Monate vor Ort, haben mit den Leuten ausführliche Gespräche geführt, um den Kontext im kennenzulernen, in dem wir agieren. Wir haben als zweiten Schritt aber auch wirklich versucht, während der Planung vor Ort zu sein. Das heißt, wir haben wesentliche Planungsschritte vor Ort, auch im Maßstab 1:1, wie man da sieht, ausgetestet, umgesetzt, um zu sehen, funktioniert das mit dem Material, das dort verfügbar ist, haben die
Handwerker die notwendigen Fähigkeiten, beziehungsweise haben das Feedback von den Handwerkern in der Produktion sofort verwenden können, um die Planung zu optimieren, um eben auf die Prozesse abzustimmen, die vor Ort möglich sind. Und der dritte wesentliche Aspekt war eben die Weiterführung dieses 1-zu-1-Gedankens wirklich bis auf die Baustelle. Das heißt, wir haben einen Design-Bild-Prozess auch während des Bauprozesses verfolgt, bei dem der Planer wirklich gleichberechtigt mit den Ausführenden auf der Baustelle steht und dort selber Hand anlegt und dabei eben nicht nur den Planungsprozess optimiert, indem er sie Planungsaufwand erspart, Zeichenaufwand erspart, weil er wirklich Handskizzen weitergeben kann, mündliche Informationen weitergeben kann und ganz wichtig, aber eben gleichzeitig wieder Feedback von der anderen Seite kriegt. Das heißt, von den Ausführenden, von dem Wissen der Ausführenden permanent profitieren kann. Das heißt, in diesem Prozess haben wir wirklich einen Wissenstransfer, einen Gedankenaustausch gehabt, der auf einer Augenhöhe auf der Baustelle stattgefunden hat und dadurch war es eben möglich, dass wirklich beide Seiten gleichermaßen von diesem Prozess und von dem Gebäude profitieren. Ganz unabhängig von dem fertigen Gebäude, das heißt wirklich ein Wissenstransfer zusätzlich, der als Mehrwert einfach neben dem Gebäude noch steht. Und zusätzlich zu diesem Mehrwert in dem Wissenstransfer in Afrika haben wir schlussendlich auch noch einen weiteren Aspekt dann bemerkt, mit dem wir vorher gar nicht so gerechnet haben. Und das war der, dass wir durch die Beschäftigung eben mit dem lokalen Kontext, dem fremden Kontext für uns und wirklich die intensive Auseinandersetzung mit diesem, auch selber unseren Blick auf die eigene Umgebung geschärft haben. Das heißt, wir haben dadurch so einen Art Perspektivenwechsel erfahren und dadurch wirklich die eigene Umgebung neu beurteilen können und schlussendlich dadurch eben auch in Europa wieder Potenziale entdeckt, die vorher für uns gar nicht sichtbar waren. Abschließend können vielleicht auch wir noch einen Tipp an die Studenten mitgeben. Es rentiert sich, wenn man sich 3 Jahre lang mit seiner Diplomarbeit beschäftigt.